St. Mark's Bistro ist die nächste Mission. Just feel the weight of the weapon, sweetheart. I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Mr. Leon. Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, hey, remember all those jobs we did together? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. Alright, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? Will you be alright without us? Of course he will, you fucking moron! Come on! Mach dich auf zum Flughafen. Wo ist mein Bulletin wieder hin? Ey, wer hat meinen Wagen geklaut? Das finde ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht nett. Taxi! Gib mal her. Taxi, zum Flughafen bitte. Ach was, du willst nicht fahren. Verweigerst dir den Dienst, dann fahre ich halt selbst. So. Ja, wir dürfen jetzt nach Liberty City fliegen. St. Mark's Bistro. Und dann ein bisschen aufräumen bei den Forellis. Das wird lustig. Ein bisschen Mafia, ja. Die Mafia ein bisschen aufmischen. Wow. So. Der Chat steht am Ende der Rollbahn. Steig ein und flieg nach Liberty City. Da werden wir ein bisschen Waffengewalt lassen. Hufeisen? Stimmt, die Mission muss ich auch noch machen. Mission ist gut. All die Hufeisen sammeln, aber wir sind jetzt sowieso fast fertig. Bringt das überhaupt noch was? Mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt nach Liberty City und keine Hufeisen sammeln. Flieg nach Liberty City. So, Moment. Oh, ich muss nach links. Ich muss jetzt mal schnell hier wenden. Oh, vielleicht sollte ich nicht so tief fliegen. Das könnte ungesund enden. Ist mir vorhin auch schon passiert. Also, bei der Exportmission wollte ich mal, wollte ich nach Los Santos fliegen, bis zum Flughafen. Bin in den Chat eingestiegen und, joa, da war dieser Baum. Der war so plötzlich da. Das war nicht nett. Naja. Ah ja, zu Liberty City. Also nach Liberty City kann man bloß einmal fliegen. Das ist bloß in dieser Mission. Drücke V, um den Kameramodi zu wechseln. Oh, Ego-Perspektive. Oder so. Cinematic-Kamera. Benutze Nummer 4, um die... Nummer 4. Sehr elegant. Moment, ich muss mal ein bisschen... Sehr episch. Und im Mondschein fliegen wir dahin. Sehr schön. Ja, hier ist ein bisschen lauter. Ne, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, da war dieser Baum und, naja, bin dagegen geflogen und, ja, dann ist das ganze Teil auf einmal explodiert. Ich bin zu hoch, merke ich gerade. Mal ein bisschen Sturzflug. So, jetzt gehen wir mal auf den normalen Modus. So, ich muss ein bisschen runter hier. Ich bin ein Tick zu hoch. Ich weiß nicht, ob es so auch klappt auf der Höhe. Aber sicher ist sicher. Oh, da ist es schon. So, doch, klappt auch. St. Mark's. Dort können wir uns auch nicht großartig bewegen, nur in dem Bistro. Marcus Bistro. Until you explode. Und der Typ überfährt diese Frau jedes Mal. Wirklich, jedes Mal. Oh yeah, Mr. Leone says otherwise. Ach, wir kriegen hier sogar eine Waffe gestellt. Ist ja schön. Oh! Okay, Moment. Mafia ist ein bisschen heftiger. Das sind ein bisschen mehr Leute. Komm, put, 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 put. Die Musik ist schön. Oh! Na toll. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Okay, Shotgun habe ich.
Wer schießt mit der Absch von unten vermutlich? So. Nur noch 20 Schuss, das ist jetzt nicht sehr viel. So. Na, so. Na, wer. Also, hallo, geht's eigentlich noch? So. Ey. So. Jetzt geht's aber los hier. So, danke. Dum, dum, dum. Die Musik ist doch allerliebst. Schön klassischer Stil. Gefällt mir. Na? Wer ist denn da in der Küche? Na, wer ist denn da in der Küche? Ach, komm. Ja, vielleicht sollte ich das lassen. Das kommt mir irgendwie nicht gut. Hep. So. In your head. Ah. In der Küche ist aber nicht so viel los. Hier ist Brot. Hier hat jemand schon Fleisch geschnitten. Oh, ist das ein fettes Messer. Braucht einen so großen Griff. Der hat ein bisschen Wein, aber schaut recht leer aus. Gibt es hier noch einen Weinkeller, den wir plündern können? Nö, schade. Was? Clip Oil. Okay. Pfeffer und Salz. Käsereibe und was ist das da hinten? Ich erkenne es nicht genau. Ein Herd. Abzug. Oh, Töpfe. Kann ich ja mitnehmen zum Draufschlagen. Topf schlagen. Anscheinend nicht. Wir müssen uns erstmal hier auseinandersetzen mit den Typen. Na, so einmal dich. Oh, jetzt wird es. Treffe ich dich überhaupt? Doch, ich treffe dich von der. Na, jetzt. Ist gar nicht so leicht von der Entfernung. Jetzt. Ich treffe den Kopf einfach nicht. So. Hey, war das nicht der Kopf schon? Moment. Für was habe ich eigentlich ein Scharfschützengewehr? Moment, einen Moment. Wait. So. Kill. Kill? Ist da noch einer? Nee, das war's schon. Zeit für den Rückflug. Flieg zurück zum Flughafen von Las Venturas. So. Es reicht leider nicht, bloß nach Las Venturas zurückzufliegen. Wir müssen, glaube ich, auch landen. Okay, ich sollte hinkriegen. Ist es jetzt nicht der AT, also der Riesenflieger? Das sollte ich das dann hoffentlich schaffen. Der Chat ist ja recht wendig. Da kriege ich das hoffentlich hin. Sollte ich hinkriegen. Gut, das war unser kleiner Ausflug nach Liberty City. Und wir haben ein paar Forellis umgebracht. Haben eigentlich jetzt den Boss umgebracht oder so? Oder, ganze Familie? Oder bloß ein paar Schläger, um den halt mal zu zeigen, yo, ich bin hier der Boss und hab das Sagen. Weiß gar nicht, da fährt man, glaube ich, gar nicht so richtig. Oder hab ich das jetzt irgendwie überlesen? Weil es ging doch einfach bloß darum, den jetzt zu zeigen, boah, wer hier das Sagen hat eigentlich, oder? So, wo ist jetzt das Ding? So, machen wir schon einen Landeanflug. Okay, Tower, hier ist CJ. Ach nee, ich glaube, es kommt sogar wirklich gleich. Oder? War das die Mission schon? This is Flight CJ-101 out of Liberty City. Requesting final approach to Las Venturas International. Over. Flight CJ-101, you are clear for landing on runway 3. Ja. Ich bin eigentlich schon fast da, aber danke für die Erlaubnis. Finde ich nett von euch. So. Mission erfüllt. $20,000 und a little respect. So, dann packen wir rückwärts ein. Nee, eigentlich nicht. Wie machen wir das jetzt? Wir könnten noch mal den großen Flieger nehmen. Oder wir starten hier einfach nochmal durch. Du. Ach komm, ich bin faul. Fliegen mit dem Flieger. Nach, nicht nach Las Venturas. Ja doch, nach Las Venturas sind wir ja schon.
So, kurz Steigflug, 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 Steigflug. So, aussteigen. Aussteigen. Hoffentlich habe ich das Ding ausgefahren. Verdammt! Ich wollte eigentlich aussteigen. Mist. Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade am Fliegen. Wo ist denn der Flieger eigentlich hin? Ach, da. So, wir müssen in die Richtung. Camelot. Moment, gehen wir ein bisschen schneller runter, nehmen uns dann doch ein Auto. Vielleicht hätte ich nochmal rumdrehen sollen. Dann würde ich ein bisschen besser hier landen. Da drüben ist auch irgendwo ein Hufeisen noch. Aber das mache ich ja später. Beziehungsweise ein anderes Mal. Und das sollte ich eigentlich bald machen, weil sonst lohnt sich es eigentlich gar nicht mehr. Moment, landen. So, gelandet. Gib mir den. Gib mir das Motorrad her, danke. So, Moment. Und wieder zurück. Die Polizei interessiert das nicht. Macht mir nichts. Halt, ich muss noch kurz hier rein. Und einmal das hier abholen. Oh, ein Anruf. Hallo. Hallo? Hey, Carl, my boy. Mr. Leon. Everybody's talking about the job you did on that same Mark's Bistro. Thank you, Mr. Leon. And you, you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy, good boy. Now listen, you're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. Doch, finde ich okay. Ich rede halt nicht mehr mit dir. So, einmal abspeichern, bitte. Das wäre dann einmal hier. Und wir haben jetzt eine weitere Mission, wo ich mir gerade nicht sicher bin, welche das jetzt ist. Weil eigentlich müssten wir doch jetzt hier das Ding ausrauben können. Aber das wäre eigentlich beim Dollarzeichen markiert. Oder ist es jetzt schon Zeit? Ist es schon Zeit, zurück nach Los Santos zu fliegen? A home in the hills. Next. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry. We're just looking for something with a little more mass appeal. What could have more mass appeal than a song like Small but Perfectly Formed? Women want me. Men want to be like me. Assholes. Oh. Gotta be kidding me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog. CJ. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, but... yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Get things moving. Get out this midget game. But CJ, come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? All right, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? Aight, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you got your multi-million-dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man. How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home.
Carl. Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. All right, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in peace. Winewood. Und da fliegen sie auch schon. Na, was ist jetzt los? Na, da kommen sie ja. You ever jumped before? Nah, you? Nah. When we land, we're gonna feel invincible. I am invincible! Hey, wait up! Wah! Wahoo! Woohoo! Time to jump!